Heute bei Wer weiß denn sowas? Sascha Hellinger im Team mit Bernhard Hoecker. Und die spielen gegen Nico Lazarides, Inscope und Elton. Es geht los, das YouTuber-Duell. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Wer weiß denn sowas hier im Ersten. Es ist ja eine feste Verabredung für euch mit uns und für uns natürlich auch mit euch. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann immer so zahlreich versammeln hier am Abend um 18 Uhr. Wir haben heute zwei Gäste, die das erste Mal bei uns sind. Sie sind durchaus medienerfahren, aber das Fernsehen ist nicht ihr Hauptmedium. Ja, sie betätigen sich mehr im Internet, meine Damen und Herren. Sascha Hellinger. Auf YouTube groß bekannt gefeiert als unsympathisch TV. Ja. Wie kam es zu diesem Namen, Sascha? Es ist schon eine Weile her. Ich müsste jetzt ziemlich ausholen, aber ich habe früher auf Bildern nie gelacht. Heute auch nicht. Okay. Und dann haben wir damals den Hashtag unsympathisch eingeführt, also ein Freund von mir. Ja. Den habe ich einfach übernommen. Ein TV dahinter gesetzt, weil TV und Internet macht Sinn. Und es ist eine Marke. Und es ist auch so unsympathisch geworden. Du hast 2,65 Millionen Abonnenten auf YouTube. Knapp über 1 Million auf Instagram, auf Twitch natürlich bist du dabei und heute hier mit Bernhard und es werden dich ein paar mehr Leute kennenlernen heute, die dich vielleicht bisher noch nicht kannten. Liebe Grüße an alle Zuschauer gerade daheim vom Fernseher. Na klar, ja, die werden stolz sein, alle die dich jetzt kennen. Ja? Und auf der anderen Seite, Nico Lazarides, bürgerlich, ne? Die Fans kennen ihn als Inscope, Inscopio, Inscope 21. Ne? Wie sehr nervt es dich, dass Sascha mehr Abonnenten auf YouTube hat als du? Ja, nee, ich finde es super, ich gönn's ihm. Klar, natürlich. Ja. Wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Sascha und ich? Mhm. Das will ich jetzt auch. Wie lange kennen wir uns schon? Ja, wir kennen uns schon seit einer ganzen Ewigkeit. 9 Jahre, Kai. Ihr kommt ja beide aus Stuttgart. Ja. Ja. Wie, weißt du es genau, wie lange ihr euch schon kennt? 9 Jahre. 9 Jahre. Ach, Quatsch. Ja. Ihr seid beide natürlich auch schon lange im Internet unterwegs. Ne? Also, ich freue mich sehr auf die heutige Sendung mit euch. Ja. Ja. Habt Spaß mit Bernhard und Elton. Und gleich was Spannendes zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass die größte Uhr der Welt hat ein Ziffernblatt mit 43 Meter Durchmesser in Mekka steht und besonders wird aus dem Schwarzwald ferngesteuert? Ach, das ist cool. Wusstest du das, weil du so nickst die ganze Zeit? Nee, das wusste ich nicht. Ja, jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung. Hinter Bernhard und Sascha sitzen heute im virtuellen Publikum 41 Zuschauer und hinter Elton und Inscope 50. Was? Ja, ein paar mehr. Ja, ich kann auch nicht glauben. Und ihr könnt gerne mitspielen heute hier in dieser Sendung oder wenn ihr auch mal im virtuellen Publikum dabei sein wollt und Geld gewinnen wollt, einfach die ARD-Quiz-App runterladen und dann auf Wer weiß denn sowas gehen. Und jetzt kommen wir zu den heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind andere Länder, andere Sitten, clever, Wahnsinn des Tages, Fragezeichen, Unterwasser, Altertum, Verbraucher, Finanzen, im Grünen, Essen und Trinken, Heimat und total genial. Die Regeln besagen, das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. Jede richtige Antwort 500 Euro. Also ich sag's und ihr habt beide einen Videojoker dabei. Ich persönlich bin ein extrem großer Fan von altertümlichen Dingen und bin da auch sehr belesen, denn ich habe mir diverse Lektüre über frühere Jahrhunderte. Da setzt du dich aber gerade selber unter Druck. Alles gut, ich werde dir richtig antworten. Wir nehmen Altertum. Wir nehmen Altertum. Altertum haben wir gar nicht so oft im Angebot und überhaupt nicht hätte ich damit gerechnet, dass es gleich als erstes ausgewählt wird. Ja. Erste Frage und Nico hat gesagt, er beantwortet das ganz alleine. Die Nahrungsmittelversorgung der Bürger Mesopotamiens um 2000 vor Christus A wurde einmal im Jahr per Abstimmung festgelegt, B umfasste pro Person 3 Liter Bier am Tag oder C entsprach vom Nährwert den heutigen Empfehlungen der WHO. Das weiß er. Okay, ich würde A erstmal, also nee, du bist ja der Fachmann. Also es ist ja eigentlich völlig logisch, ja, dass die Antwort C hier schon mal ausgeschlossen werden kann, oder? Ausgeschlossen? Ja. Das kann noch heute sehr interessante Sendung werden. Pro Person 3 Liter Bier am Tag haben die bekommen.
Also ich bin nicht abgeneigt. Alleine, weil ich das auch gerne hätte, dass jeden Tag ich 3 Liter Bier umsonst bekomme, in Anführungszeichen. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass es tatsächlich, dass die haben noch nicht so viel Fleisch gegessen, auch eher viel Pflanzliches, also ausgewogen. Ich glaube, die haben sich eher ausgewogen ernährt. Deswegen wäre ich eher bei C. Also du bist für B, ich würde es auch nicht ausschließen, wobei ich natürlich pro Person, also pro Person, egal ob klein, groß, finde ich natürlich viel. Aber um zu gucken, wie sich die Sendung so entwickelt, würde ich... Aber wenn es dann doch C war? Dann haben wir Pech. Dann habt ihr die Kohle nicht. Also ihr müsst euch jetzt für eine Antwort... Bist du dann sauer? Nee, ich bin ja minimal auch ein bisschen für B. Also ich würde nur A ausschließen. Also die Zuschauer wären sauer. Ne? Ja, die Zuschauer wären sauer dann auf mich. Ja gut, aber das ist ja schon sowieso immer so gewesen. Deswegen macht es eigentlich auch keinen Unterschied. Deswegen, wir nehmen B. Ja, aber unsympath ist doch sein Ding. Ja, nee, das hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Gucken mal. Okay, wir gucken mal. Wir starten mit B aus der Kategorie Altertum. Der mesopotamische Staat spielte bei der Versorgung seiner Bürger eine wichtige Rolle. So legten Verteilungslisten fest, dass jedem erwachsenen Mann monatlich 30 Kilogramm Gerste zustanden, Frauen etwa die Hälfte und Kindern um die 6 Kilo. Die Bürger ergänzten diese zentral verteilten Getreidegaben durch gekauftes oder selbst angebautes Obst und Gemüse oder durch Fischfang. Kulturhistoriker gehen davon aus, dass die Zusammensetzung der Ernährung in Bezug auf Nährwerte wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette tatsächlich etwa dem entsprach, was auch heute von der WHO empfohlen wird. Von wem wurde das empfohlen? B war richtig, oder? Nein. Perfekt. Dann hätten wir das Ding für unsere Zuschauer mitgenommen. Also wir können das ja mal klären, ne? Richtige Antwort, gar kein Bock. Kein Bock, Bier, nee. Gut, danke dir. Erste Kategorie für euch. Sascha, du hast jetzt einmal gesehen, wie man es nicht machen sollte. Ich überlasse die Wahl, die erste Wahl, weil ich finde, die ist sehr wichtig, um hier reinzustarten. Überlasse ich meinem Teamkollegen. Vielen Dank. Ich nehme die Wahl an und nehme Verbraucher. Ah nee, Verbraucher muss die Wahl annehmen. Was gilt in der Regel für einen befristeten Mietvertrag? A. Die Befristung bedarf keinen Befristungsgrund. B. Nach der dritten Verlängerung wird er automatisch unbefristet. Oder C. Eine ordentliche Kündigung ist für beide Seiten ausgeschlossen. Ach, mein Gefühl ist A. Weil du sagst, das ist einfach ein Mietvertrag für ein Jahr, für 5 Jahre oder was auch immer. Und da gibt es keinen Grund für, das ist halt einfach so. Eine ordentliche Kündigung ist für beide Seiten ausgeschlossen. Das hieße, du hast einen befristeten Vertrag auf 5 Jahre. Und dann dürftest du nach 2 Jahren nicht gehen und der Mieter dir auch nicht kündigen. Deshalb würde ich C auf jeden Fall ausschließen. Ja, 100%. Bei B, das finde ich ganz spannend, wenn du dreimal einen Mietvertrag über ein Jahr hattest, dass der dann automatisch unbefristet wird. Aber glaube ich auch. Also wenn B stimmen würde, hieße ja, dass A falsch ist. Das heißt, du musst in einem befristeten Mietvertrag begründen, warum der befristet ist. Und das wär mir neu. Deshalb bin ich für A. Also so, wie du B und C ausgeschlossen hast mit deiner Erklärung, also bin ich völlig bei dir und würde auch A nehmen. Wir nehmen A. A. Gut. Mietrecht definitiv kompliziertes Recht. Ja, das stimmt. Ein befristeter Mietvertrag, der seit dem 01.09.2001 abgeschlossen wurde, ist gemäß § 575 Absatz 1 BGB nur dann gültig, wenn der Vermieter einen gesetzlich anerkannten Befristungsgrund hat und dieser schriftlich festgehalten wurde. Nach Ablauf der Befristung endet das Mietverhältnis laut § 542 BGB automatisch. Eine ordentliche Kündigung vor Vertragsende ist für den Mieter und Vermieter ausgeschlossen. Eine außerordentliche Kündigung des Mietvertrags ist nur in Härtefällen, wie zum Beispiel bei beruflich bedingten Umzügen, möglich. Wieder was gelernt. Nee, das hätte ich sogar ausgeschlossen als erstes. Ja, Sie hatten es ja ausgeschlossen. Nicht im Fach, oder? Es bleibt bei 0 Euro. Ich formuliere es mal positiv. Es steht unentschieden. Ja. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Ja. Ich bin für Wahnsinn des Tages. Perfekt. Das trifft's. Ja. Wahnsinn des Tages. Ein japanischer Sportfan handelte sich mächtig Ärger mit seinem Lieblingsclub ein, indem er A. durch eine viel zu laute Tröte einen Home Run verhinderte, B. sich als Investor ausgab und das Team so zu sich nach Hause lockte
Oder C, 1873 Stadionplätze reservierte und alle bis auf einen stornierte. Jetzt überleg mal logisch. Ja. Der Typ geht da hin und nimmt sich so eine Tröte, okay, und trötet extrem laut und verhindert dadurch einen Homerun. Wie soll das überhaupt funktionieren? Ein Homerun, der wird geschlagen oder wird nicht geschlagen. Der verhindert mit seiner Tröte überhaupt nichts, oder? Okay. Ja. Macht Sinn. Kann ich mich leben, ja. Sich als Investor ausgeben und das ganze Team zu sich nach Hause locken, ist schon so ein kleiner Fanboy-Moment, oder? Ja. Und dass der extrem viele Stadionplätze reserviert und alle storniert bis auf einen, das ist auch so ein Szenario, wo ich mir denke, okay, das ist auf jeden Fall ein sehr ausgetüftelter Plan. Aber ich glaube, dass diese im Stadion, sag ich mal so, immer noch schlau genug sind, um das auslesen zu können, ob die alle von einem kommen oder nicht. Also ich glaube, die sind für solche Fälle schon eher gewappnet. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin am ehesten bei Antwortmöglichkeit B. Also wir nehmen B. Ja. Seid euch einig. Wir sind zumindest einig. Sehr gut. Ja. Also ich habe mal eine ganz ähnliche Geschichte erlebt. Erzähle ich gleich. Ein Fan des in Osaka heimischen Baseballteams Oryx Buffaloes verfolgte einen arbeitsintensiven und kostspieligen Plan. Um zwei Spiele seines Clubs am 28. und 29. September 2019 auf besondere Weise genießen zu können, erfand er 1873 falsche Identitäten und reservierte damit ebenso viele Stadionplätze. Im letzten Moment stornierte er dann alle, bis auf seine eigenen Plätze wieder. So konnte er beide Spiele wahrlich ungestört beobachten. Laut Schätzungen soll der Verein durch den Coup seines Superfans einen Verlust von 10,86 Millionen Yen, rund 100.000 Euro, gemacht haben. Ja, aber da muss man auch mal ehrlich sagen, was ist denn das für ein Sicherheitssystem? Ja, jetzt ist es wahrscheinlich besser. Du hast es im Grunde super erklärt und genau richtig, aber ihr habt den falschen Schluss daraus gezogen. Ja, also und ich habe mal, das ist die Parallele, ich habe mal zu Studienzeiten für ein kleines Kino damals alle Sitzplätze aufgekauft, weil ich da mit einem Mädel hingehen wollte und sie beeindrucken wollte. Und war sie beeindruckt? Schon, aber es ist nichts draus geworden. Ja, dann war sie eher richtig krass beeindruckt. Hat nicht funktioniert. Nee, umgekehrt. Ah, oh. Genau. Es bleibt bei 0 Euro. Ihr könnt in Führung gehen. Ja. Da wir bei den Mietverträgen schon so gut... Also such du dir was aus. Heimat, ja, oder Essen und Trinken. Dann lass uns doch Heimat nehmen. Dann wir nehmen Heimat. Das ist irgendwie eine Geschichte aus Deutschland. Die rot-grüne Ampel am Rathaus der Stadt Neuss. A. Zeigt an, ob Gäste aus der Partnerstadt Pskow zu Besuch sind. B. Dient den Schützen zur Orientierung beim jährlichen Festumzug. Oder C. Leuchtet rot, wenn das örtliche Gefängnis voll besetzt ist. Was meinst, also was sagst du zu A? Zeigt an, ob Gäste... Also ich wüsste jetzt nicht, was für ein Pakt das sein soll zwischen den beiden Städten, dass eine Ampel anzeigt, ob da jetzt Gäste aus der Stadt zu Besuch sind. Ich weiß auch gar nicht, wie die das kontrollieren wollen. Ehrlich gesagt, also man muss sich ja jetzt nicht anmelden. Also es ist ja Rathaus... Und das wären quasi offizielle Gäste. Also angenommen, der Bürgermeister von Pskow ist zu Besuch, dass man dann so ähnlich wie eine Flagge hisst und so weiter. Okay, aber ich persönlich würde auf jeden Fall schon mal C ausschließen. Ja. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob da irgendwie ein Gefängnis ist. Ich finde, am schönsten klingen tut B, weil ich bin mir auch sicher, dass man bei so einem Festumzug ums Rathaus fährt. Weißt du was? Ich übergebe dir einfach die Verantwortung. Ja, ich habe eine Idee. Ich bin für... Das ist gut, das ist cool. Ich bin für A, aber wir sagen B. Nein, wir machen es anders. Doch. Nein, wir machen das so. Ich habe das passiert. Gar nicht gesagt. Der Bernhard hat schon dein B eingeloggt. Und Sascha, das ist ja das Schöne hier an dieser Sendung. Ja, man erfährt immer wieder was Neues. Ja, aber das Schöne ist nicht... Am Neusser Markt steht das Rathaus, an dessen Turm ein rotes und ein grünes Licht angebracht sind. Diese Ampel kommt zum Einsatz, wenn das jährliche Schützenfest stattfindet. Über 7500 Schützen und Musiker nehmen an den Umzügen teil. Die Ampel wird an einem Schaltkasten im Rathaus manuell auf grün oder rot geschaltet, damit die Schützen auf den weiter entfernten Plätzen sich orientieren können und genau wissen, wann sie losgehen oder stehen bleiben müssen.
Jetzt kannst du richtig auf dicke Hose machen. Habe ich doch gleich gesagt, habe ich gewusst. Ja, war doch logisch. War klar. Komm, klar. Ja, die ersten 500 Euro sind auf dem Konto. Ja, sehr gut. Ja. Super. Ich hätte schon krass Bock auf Essen und Trinken. Hetze? Ja. Dann nehmen wir Essen und Trinken. Ja. Warum kann Wasser mit Kohlensäure in ungeöffneten Glasflaschen nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch getrunken werden? A. Die Kohlensäure konserviert das Mineralwasser. B. Das Glas schützt das Wasser vor UV-Strahlen. Oder C. Der pH-Wert des Wassers ist sehr hoch. Elton, du bist mittendrin. Ich bin mittendrin und würde nur B ausschließen, weil das Glas schützt das Wasser vor UV-Strahlen. Da hat ja dann die Kohlensäure nichts mit zu tun. Mhm. Das Glas ist ja das gleiche wie auch bei einem stillen Wasser. Sehr guter Ansatz. So. Also der pH-Wert des Wassers ist sehr hoch. Welchen pH-Wert hat denn Sprudelwasser? Würdest du sagen, da ist ein höherer Säureanteil drin, deswegen ist der pH-Wert niedriger als bei neutralem Wasser? Ja, das ist jetzt die Frage, was sehr hoch ist, weil wenn pH-Wert sehr hoch ist, ist es ja eigentlich auch nicht gesund, wenn du da trinkst. Das ist richtig und vor allem die Frage ist, in welche Richtung sehr hoch? Ist es der Säureanteil oder ist es der alkalische Anteil? Oh, da bin ich zum Beispiel raus, aber gut, dass du da bist. Was ist denn Perfekt. Mit CO2, Kohlendioxid? Das ist ja Kohlensäure. Genau. Hat das einen hohen pH-Wert? Es müsste eigentlich leicht unter 7 sein, weil dann wird es also säurehaltiger. Das heißt, der pH-Wert ist niedrig bei CO2. Dann kann es nur A sein. Es ist A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Aber es ist so simpel. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Auf einer Mineralwasserglasflasche ist meist eine Haltbarkeit von 2 Jahren angegeben. Doch laut der Informationszentrale für deutsches Mineralwasser kann das Wasser auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch bedenkenlos getrunken werden. Die Kohlensäure konserviert das Mineralwasser und macht es nahezu unbegrenzt haltbar. Mit der Zeit kann es allerdings zu leichten Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel zu entwichener Kohlensäure oder abgebauten Inhaltsstoffen wie Eisen kommen. Jawohl! Die erste richtige Antwort. Essen und Trinken, meine Stärke. Genial hergeleitet. So, die ersten 500 Euro auch für euch. Perfekt. Beide Teams sind im Spiel und weiter geht's. So, was wünschst du dir? Ja, ich durfte mir vorher, also was heißt ich durfte, wir haben ja davor das genommen, was ich haben wollte. Du kannst gerne nochmal. Nein, dann lass doch einfach gerne mit Finanzen gehen. Okay, Finanzen. Mhm. Wer einen Euroschein der ersten Serie in den Händen hält, kann darauf nachvollziehen, A, ob er im Ausgabeland gedruckt wurde, B, wie viele Scheine eines Banknotenwertes gedruckt wurden oder C, wie teuer der Schein in der Herstellung war. Wie teuer der Schein in der Herstellung war, kann ich mir nicht vorstellen, dass da drauf stand 2 Cent. Also das halte ich für total unwahrscheinlich. Also wäre lustig, aber halte ich für unwahrscheinlich. Deshalb würde ich sagen A oder B. Ob er im Ausgabeland gedruckt wurde, das hieße, da brauchen wir 2 Informationen. Wir brauchen die Information, wo er ausgegeben wurde und wir brauchen die Information, wo er gedruckt wurde. Ja. Und ich meine, es ist weder das eine noch das andere auch auf den jetzigen drauf. Lass uns B. Wofür bist du? Also ich bin vom Gefühl her, aber ich konnte es mir auch nicht logisch erklären. Ich bin für B einfach. Ah, sehr gut. Ich auch. B. Ich will auch ein B ein. B. Bei Euroscheinen der ersten Serie gibt der erste Buchstabe der Seriennummer das ausgebende Land an. Außerdem ist auf der Vorderseite der sogenannte Plattencode zu finden. Die letzten beiden Stellen geben die Position auf dem Druckbogen an, die Zahlen davor die Druckplattennummer. Der erste Buchstabe steht für das Land, in dem der Schein gedruckt wurde. Da Druckereien auch Scheine für andere Länder drucken dürfen, kann die Länderkennung von der Seriennummer abweichen. In der neueren Europa-Serie verweist die Seriennummer nur noch auf die Druckerei, sodass das ausgebende Land nicht mehr ersichtlich ist. Boah, ich will mir gar nicht vorstellen, die Zuschauer, die daheim sitzen und die Lösung von Anfang an wussten. Es bleibt bei 500 Euro und ihr könnt in Führung gehen. Sehr gut. Hättest gewusst, oder? Ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte A genommen. Ja. Klar. Ja, aber ihr habt leider B genommen. Clever. Clever. Let's go. So, jetzt. Wie kann im Supermarkt gekauftes Basilikum im Topf gestärkt werden? Hä? A. Getrockneten schwarzen oder grünen Teesatz unter die Erde heben.
B, mit dem Saft einer frisch gepressten Zitrone gießen. Oder C, direkt nach dem Kauf die unteren Blätter entfernen. Ich weiß nicht, das hast du vielleicht schon mal gehört, dass man manchmal Kaffee in die Erde reintut von den Pflanzen, um das zu düngermäßig, ne? Deswegen Kaffee und Tee liegt ja, sag ich jetzt mal, ja, so ein bisschen beieinander. Deswegen, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte. Mit dem Saft einer frisch gepressten Zitrone gießen, kann auch sein. Ich bin irgendwie für C, dass du die unteren Blätter wegnimmst und dann wächst das oben besser. Weil wenn okay. unten, da braucht er unten keine Blätter mehr. Die kannst du vielleicht gleich nehmen und dann auch gleich verarbeiten. Und dann wächst der aber oben vielleicht ein bisschen besser. Wir können gerne C nehmen. Na gut, dann nehmen wir C. Ja, der Nico gleicht das in dem Falle jetzt sowieso dann alles privat aus, was den Zuschauern an Gewinn entgeht. Richtig. Im Supermarkt gekauftes Basilikum wird zu Hause oft nach kurzer Zeit schlapp. Der Topf enthält wenige Nährstoffe, die schnell verbraucht sind. Um die Pflanze zu stärken, kann schwarzer oder grüner Teesatz gesammelt und getrocknet werden. Vorsichtig unter die Erde gehoben, bauen Mikroorganismen die organische Substanz ab und der Boden wird mit Nährstoffen wie Stickstoff, Kalium oder Phosphor versorgt. Dieser natürliche Düngeeffekt kann durch das Gießen mit abgekühltem Tee unterstützt werden. Du hast es gleich gesagt. Es sind nur die Zuschauer. Ja, du hast sofort gesagt, ja, es bleibt bei 500 Euro. Ja. Wir hätten gerne total genial. Ja. Wenn wir Glück haben, kommt dieselbe Mit der sogenannten Hügi-Formel. Schritthöhe in Zentimetern mal 0,885. Lässt sich berechnen, wie A. lang die Zügel beim Reiten eines Pferdes sein sollten, B. hoch der Fahrradsattel sein sollte oder C. lang ein Wanderstock sein sollte. Die Hügi-Formel. Schritthöhe in Zentimeter mal 0,8. Das heißt, wenn das jetzt hier, die Schritthöhe ist das, ja. mal 0,8 ist wegen mir hier. Und wenn ich überlege, dass hier eigentlich meine Hand ist für einen Wanderstock. Also. Weil der Stock wäre ja, es wäre ja unbequem, wenn der Stock hier wäre ja, oder hier. Das ist das Problem. Der Wanderstock, das hängt davon ab, ob du bergauf oder bergab gehst. Das. Aber ein Fahrradsattel, wie hoch der Fahrrad, das geht ja Fahrradsattel vom Boden. Jetzt muss man gerade gucken. Mein Komm ich ein Stück nach vorne, Sascha, da stehst du im Licht dann. Unfassbar viele Gag-Möglichkeiten, wenn ich jetzt von meinem Fahrradsattel rede. Nein, das ist zu tief. Dann würde ich ungefähr. Ja, der Bernhard hat ein BMX-Rad. Ich so sitzen. Bonanza. Nee, also das ist die Höhe deines Sattels. Ja. So. Aber jetzt nicht vom Boden. Sondern vom unten, weil der Rahmen anfängt, vom oder was? Pedal. Damit du quasi dein gestrecktes Bein, wenn du trittst. Jetzt wird's schlau. Also im Mittel, also du bist ein bisschen höher, damit du nicht komplett durchtrittst. Mhm. Sondern so im maximalen. Bei der maximalen. Aber das ist eigentlich doch was viel wenig, oder? Okay. Lang die Zügel beim Reiten eines Pferdes sein sollen, das verstehe ich überhaupt nicht, warum die Zügel sind oder das, was vorne ist. Wenn es die Steigbügel wären, dann würde ich noch sagen, da muss man, das kann. Also. Aber die Zügel sind doch, das ist doch der, ist doch die Schnur, die von vorne. Ja, klar. Und das hängt doch ab, wie groß das Pferd ist, wie weit ich wegsitze, was ich für Arme habe, was ich für Reitspiel habe. Das ist auf jeden Fall mehr vom. Aber irgendwo muss die Hügi-Formel ja ihren Namen her haben. Ja, ich vermute, dass sie. Dann bleibt doch nur noch B. Oder wir lernen wieder was dazu. Dann lassen wir mal jemanden erklären, der schlauer ist als wir, hä? Dann lass B nehmen und mal gucken. Wir nehmen B. Wir nehmen B. Und ganz wichtig, wenn man Tandem hat, ist es Hügi hoch 2. Für die Hügi-Formel wird die Schrittlänge barfuß in Zentimetern gemessen und mit dem Faktor 0,885 multipliziert. Entwickelt wurde sie von dem Schweizer Konstrukteur Wilfried Hügi in den 1980er Jahren. Das Ergebnis der Rechnung zeigt einem Fahrradfahrer die optimale Länge von der Mitte des Tretlagers bis zur Oberkante des Sattels. Wird der Fahrradsattel danach eingestellt, ist das Bein beim Radfahren weder zu stark gebeugt noch komplett durchgestreckt. So kann körperlichen Beschwerden vorgebeugt werden. Tipptopp und richtig erklärt und beantwortet.
1000 Euro sind es. Die Drehachse der Pedale ist das. Genau, Smart, das Fahrrad, genau. Das Lager, ne? Das Lager, genau. Tretlager. Habt ihr gerade noch mal Glück gehabt, gell? Aber sowas. Aber jetzt ihr. Wir haben ja noch vier Kategorien. Andere Länder, andere Sitten, Fragezeichen, Unterwasser und im Grünen. Du wolltest das Fragezeichen gerne haben vorhin schon, ne? Ja, oder? Können wir gerne machen. Auch verrückt. Dann lass das Fragezeichen nehmen. HNO-Ärzte raten davon ab, A, mit Mundwasser zu gurgeln, B, die Nasenhaare zu zupfen oder C, die Ohren mit einer Salzlösung zu reinigen. Er kann es drauf zeigen. Ey, das ist eigentlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich lasse sie erstmal überlegen, aber das wäre die perfekte Frage für den, für unseren Joker, den ich hier eingeplant habe. Wer ist denn der Joker? Der Joker ist kein geringerer als der sich ständig wiederholende Tim Gabel. Ach, Tim Gabel! Ja, klar. Also wenn es ums Thema Ärzte geht und so, dann ist der schon am Start eigentlich. Ich würde trotzdem B auch erstmal aus. Also ich bin am ehesten tatsächlich bei C. Ich weiß aber, es kann natürlich auch sein, dass es so Mundwasser, dass Mundwasser generell eigentlich generell nicht so was Gutes ist. Also Mundwasser an sich tötet nicht nur die schlechten Bakterien, sondern auch die guten. Und dadurch ist die Mundflora komplett auf Null und das ist auch nicht gut. Also ich tendiere eher zu A als zu C. Rufen wir Tim an? Wir rufen Tim an. Ich bin tendiere zu A. Dann bereite ich schon mal alles vor. Ich würde nicht sagen tendieren, aber das, ja, du kannst auch recht haben. Das war gerade auch ein gutes Argument von dir. Oh! Hey! Tim, was geht? Alles klar bei dir? Ja, und bei euch? Auch, du, wir haben eine Menge Spaß. Läuft super. Also das ist hier bei Nico und Elton, ne? Wir haben jetzt eine Frage, da bräuchten wir deine Hilfe und Unterstützung. Pass auf, Tim. HNO-Ärzte raten davon ab, A, mit Mundwasser zu gurgeln, B, die Nasenhaare zu zupfen oder C, die Ohren mit einer Salzlösung zu reinigen. B, das mit den Nasenhaaren. Hast du schon mal gehört irgendwo? Ja, die sind halt da, damit man keinen Schwachsinn einatmet. Die filtern so ein bisschen und wenn man sich das viel rauszupft, dann ist dieser Schutz außer Kraft gesetzt. So. Ey, besser Mann! Ey, wenn das jetzt nicht stimmt, dann ist übel flop. Dann ist echt übel flop. Ja, dann bist du raus, dann wirst du entfolgt, wirst du dann von ganz vielen Leuten, Tim. Ja? Also du würdest unter B würdest du eine Unterschrift mit deinem Füller setzen, ja? Ja, würde ich. Den hab ich sogar hier. Alles klar. Okay. So, dann werden wir das jetzt mal kontrollieren und überprüfen. Bleib einfach dran, Tim. Hier kommt die Auflösung. Nasenhaare mögen lästig sein, haben aber eine schützende Funktion. Ihre Entfernung ist aus medizinischer Sicht nicht unbedenklich. HNO-Ärzte empfehlen, nur die aus der Nase herausschauenden Haare mit einer Schere zu kürzen. Auf Zupfen sollte ganz verzichtet werden, da es zu kleinen Wunden und offenen Stellen an den Haarwurzeln führt. In der Folge kann es zu bakteriellen Infektionen und Entzündungen kommen. Alter, Tim the Goatman. Ey, Tim, wirklich sehr gut. Ich wusste ganz genau, dass ich dich bei dieser Frage anrufen muss. Stark, Digga. Sehr gute Unterstützung. Also so muss man den Joker einsetzen. Richtige Antwort, Tim. Sehr gut gemacht. Danke dir, Bro. Bleib sauber. Die Jungs stehen bei 1000 Euro jetzt dank deiner Hilfe. Ja? Oh. Sehr gut, Jungs. Drück die Daumen. Bis bald. Ciao, Tim. Ciao, ciao. Tschüss. Tim Gabel hier. Hat er mal einen gucken lassen. Gerade noch mal richtig eingesetzt. Ey. Ja, nächste Kategorie für Sascha und für Bernhard. Such du aus. Ihr habt ja euren Joker noch. Ja, was kann denn der Joker besonders gut? Wer ist denn dein Joker? Also ich habe heute gefragt, ob er uns helfen könnte. Sido, der hätte uns auf jeden Fall bei der Geldfrage, glaube ich, helfen können. Weil Sido. Der hatte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon ein bisschen Bargeld höchstwahrscheinlich in der Tasche. Aber nicht aus der ersten. Paul Würdig. Okay, ja. Andere Länder und taucht der? Tauchst du? Nee, wenn ich an Sido denke, bin ich eher bei im Grünen. Warum jetzt ausgerechnet grün, weiß ich gar nicht so genau. Aber, Also, ich hätte den Spaß nicht gemacht. auf was hast du denn Lust? Im Grünen. Hast du Lust auf im Grünen? Vielleicht haben wir ja Glück. Gerne. Es geht um meine Spezialpflanze. Kräuterlikör. Ein Schweizer Forschungsteam fand bei der Untersuchung von Wäldern heraus, dass
A, Laubbäume ihre Umgebung stärker abkühlen als Nadelbäume. B, die Luftqualität in flächenmäßig kleinen Wäldern besser ist. Oder C, sich Wanderwege positiv auf die Gesundheit von Tannen auswirken. Das ist jetzt ja interessant. Also, ich glaube, C ist eher das Gegenteil. Weil es gibt immer wieder Probleme in Wäldern, wenn also irgendein Baum lässt was fallen, wo irgendwie ein Pilz dran ist, der ist an den Wanderschuhen, du trägst den dann weiter und verteilst den. Also C würde ich ausschließen. Gut. Die Luftqualität in flächenmäßig kleinen Wäldern besser ist. Das heißt, in einem kleinen Wald ist die Luft besser als in einem großen Wald. Jetzt bin ich ja großer Fan vom Pfälzerwald, der recht groß ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Luftqualität da schlechter ist als in dem kleinen Wäldchen zwischen Bonn und Köln. Mhm. Da ich aber sowohl im Pfälzerwald als auch schon im Schwarzwald war, zwei sehr schöne Wälder, allerdings für mich der Pfälzerwald natürlich der schönere Wald, weil er sehr viel mehr Laubwald hat. Und ich wenn ich die Augen schließe und durch diese Wälder wandere, habe ich bei einem Laubwald ein erfrischenderes, kühleres Gefühl. Ich wäre für A und würde auch auf den Joker verzichten. Ja, hier würde ich auch nur nicht den Joker nehmen. Der also, kann uns hier nicht weiterhelfen. Ich verlasse mich hier wieder auf meinen Partner und wir gehen mit A. A. Gehen wir mit A. Gehen wir in den Wald. Mithilfe von hoch aufgelösten Satellitendaten untersuchte 2020 ein Schweizer Forschungsteam die Wälder von Europa. Dabei stellte es fest, dass Laubbäume mehr Sonnenlicht reflektieren und mehr Wasser verdunsten. Dadurch lagen die Temperaturen in den untersuchten Laubwäldern an heißen Tagen bis zu 1,8 Grad Celsius niedriger als in Nadelwäldern. Da Laubbäume ihre Umgebung effektiv abkühlen, halten es die Forschenden für sinnvoll, den Anteil an Laubbäumen in Städten zu erhöhen, um Hitzewellen abzuschwächen. Richtige Antwort. Mit geschlossenen Augen. Joker gespart. Ihr seid bei 1.500 Euro. Und letzte Frage für Nico, für den Scope. Und Elton, ihr könnt also, nochmal wählen. Andere Länder, andere Sinn. Andere Länder, okay. Tauchen unter Wasser sind Tiere ganz komisch. Ja, ja. Seit 2015 wird in Irland A, in Pubs an Feiertagen ein Black-Tie-Dresscode vorgeschrieben, B, an jede Adresse eine eigene Postleitzahl vergeben oder C, beim Kauf eines U2-Shirts Wissen über die Band abgefragt. Du hast das erst gestern gelesen. C ist schon mal Schwachsinn. B konnte ich mir vorstellen, weil das ist natürlich auch ein weites Land und da gibt es Bauernhöfe oder wo dann einfach nicht nur eine Adresse, sondern eine Post. Aber wie ist das denn halt in ganz Irland? Wie ist es denn in Dublin? Da kann ja nicht jedes Haus, jede Adresse dann auch eine eigene Postleitzahl haben. So, dann kann das doch eigentlich nur A sein. Die zelebrieren es aber schon ziemlich hart mit dem Bier und so dort, oder? Pubs, trinken. Ja, da sind die Iren ganz groß. Das kann denn ja nur eigentlich A sein. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin auch am ehesten bei A. Ich würde es jetzt einfach nehmen. Wir nehmen A. Nehmen wir. 2015 führte Irland für rund 38 Millionen Euro ein neues System ein. Etwa 2,2 Millionen Häuser, Wohnungen und Geschäfte erhielten einen sogenannten Air-Code. Die siebenstellige Kombination aus Buchstaben und Ziffern dient der besseren Identifikation jeder einzelnen Postadresse. Bis zur Einführung des neuen Systems gab es nur in Dublin Postleitzahlen. Außerhalb der Hauptstadt waren Adressen oft durch fehlende Hausnummern uneindeutig. Der Aircode soll die Zustellung von Waren und Briefen deutlich erleichtern. Also ganz ehrlich? Du hast was zu erzählen, wenn du nach Hause kommst. Es bleibt bei 1.000 Euro. Ihr habt noch eine Frage. Könnt auf 2.000 Euro noch hochkommen. Unter Wasser. Und wir nehmen den Joker. Der mit dem Piranha verwandte schwarze Paku besitzt A. eine zweite Speiseröhre, um Beute schneller zu verschlingen.
B, einen kolibriartigen Schnabel, mit dem er Krebse aussaugt, oder C, ein menschenähnliches Gebiss, mit dem er Nüsse knackt? Okay. Hm. Schon mal von dem Fisch gehört? Nein. Ich auch nicht. Der schwarze Paku. So, dein allererstes Gefühl. Also mein allererstes Gefühl? Ja. A. Gut. Mein allererstes Gefühl? C. Ein menschenähnliches Gebiss, mit dem er Nüsse knackt. Aber warum? Naja, es ist nur ein Gefühl. Frag mich nicht. Ich möchte meine Gefühle nicht begründen. Ich möchte sie einfach nur leben. Mhm. Ich würde nicht verstehen, warum da Nüsse stehen, wenn da irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja Tiere, die leben im Panzer unter Wasser. Und wenn er die knacken würde, würde es für mich mehr Sinn machen als jetzt eine Nuss. Menschenähnlich ist natürlich, damit ist, also der normale Piranha hat ja sehr viele spitze Zähne. Mit Sägezähnen drauf. Eine zweite Speiseröhre, um Beute schneller zu verschlingen. Das ist natürlich evolutionär echt eine abgefahrene Sache. Das heißt, der schluckt rechts oder links runter und dann landet das versetzt blub, 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 blub im Magen. Abgefahren, aber halte ich für irgendwie evolutionär eher unwahrscheinlich. Okay. Nur so, also das heißt nicht, dass es... Dem er Krebse aussaugt. Das kann natürlich so ein besonderer evolutionärer Kniff gewesen sein, dass sich das Maul, nicht die Schnauze, das Maul des Fisches nach vorne verlängert hat, wie bei einem Kolibri halt, und dann knabbert er die an und kann die, aber warum sollte er die aussaugen? Er würde sie einfach aufbeißen mit seinem menschenähnlichen Gebiss zum Beispiel. Ja. So, wir haben keine Ahnung. Wir haben gar keine Ahnung. Aber wir haben ja einen totalen Fachmann. Wir haben einen totalen Fachmann. Oh, der gerne angelt. Schwarzen Paco. Der angelt? Der angelt wahnsinnig gerne. Und wir machen uns hier einen Kopf. Bitte. Ja? Das ja. Hab ich ganz vergessen. Der rufen angelt wir sie so an. Der Fische. Weiß das. Der dreht durch, wenn ich ihm sage, worum es geht. Der weiß das. Hallo! Ah. Oh, Herr Pflaume! Guten Morgen, Pflaume! Hallo, Paul! Na? Hier ist Kai Piranha. Hi! Hi, Herr Piranha! Grüß dich! Ist ganz ordentlich bisher gelaufen für die beiden. Und ich habe gleich mal eine ganz gute Nachricht für dich. Ich wäre auch zu Bernhard ins Team gegangen, ist doch besser. Ja? Ich weiß doch nichts. Was heißt wäre? Du warst ja noch nicht da. Ich wäre gegangen. Ja, komm doch, mach vorbei. Ich wäre gegangen werde. Okay, schauen wir erstmal, wie es hier läuft. Aber gute Nachricht zum Einstieg. Es geht um eine Fischfrage. Und du angelst ja auch, ne? Ja, aber ich esse die ganz schnell. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich frag die nicht, wie die heißen, bevor ich die esse. Nee, pass auf. Du kriegst auch drei Antwortmöglichkeiten dazu. Ich lese dir aber erstmal... Also warte mal, wirklich mal klären. Das ist doch besser ja, so, ne? Ja, ist besser. So ist besser. Ja. Pass auf, ich lese dir erstmal die Frage vor. Kategorie ist unter Wasser. Der mit dem Piranha verwandte schwarze Paku besitzt. A. Eine zweite Speiseröhre, um Beute schneller zu verschlingen. B. Einen kolibriartigen Schnabel, mit dem er Krebse aussaugt. Oder C. Ein menschenähnliches Gebiss, mit dem er Nüsse knackt. Ich kenne den Fisch mit dem menschenähnlichen Gebiss. Ich kenne den. Echt? Den habe ich schon mal gesehen. Bernhard, was sagst du denn? Er sagt auch C. Ich meine das auch mal gesehen zu haben, aber das kann halt auch irgendwas anderes gewesen sein. Ich hab den schon gesehen, den Mensch mit dem Fisch, Mann. Ja? Ich hab den schon gesehen, den Fisch mit dem Mensch, Mann. Aber ich könnte auch eine zweite Speiseröhre sein. Das ist verrückt, Mann. Hier kam auch vielleicht eine zweite Speiseröhre. Keine Ahnung. Wenn du aber ich sage, das sind die Zähne. Also du sagst, der knackt die Nüsse. Antwort C. Ja, Mann. Alles ja, klar. Ja. Dann locken wir das noch mal ein. Ja, darf ich noch sehen, ob es richtig ist? Ja, klar. Logisch, bleib bei uns, unbedingt. Gut. Der bis zu einem Meter lange schwarze Paco ist in den Flusssystemen des Amazonas und Orinoco in Südamerika heimisch. Dort ernährt sich der Einzelgänger von zahlreichen Pflanzen, Früchten und Samen, die ins Wasser hängen oder von Bäumen herabfallen. Beeindruckend ist sein menschenähnliches Gebiss. Mit seinen Mahlzähnen kann der Fisch sogar harte Nüsse knacken und verspeisen. Auf dich ist Verlass.
Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Bernhard, ich muss zu dir ins Team rein, wir schlagen alle. Ja, dann komm. Lass uns direkt einen Termin machen. Ich würde sagen, die Qualifikationsrunde hast du bestanden. Wir warten auf deinen Besuch. Okay, gut. Ja? Danke. Vielen Dank für die Hilfe. So, die beiden stehen bei 2.000 Euro. 2.000, gib mir die Hälfte. Ciao, ciao, tschüss. Tschüss. Boah, was für Granaten-Joker heute hier. Wirklich. Wir haben folgenden Zwischenstand. Nico, Inscope und Elton haben 1.000 Euro erspielt. Sascha und Bernhard haben 2.000 Euro erspielt. Und damit kommen wir jetzt zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welcher dieser singenden Schauspieler konnte die höchste Platzierung in den deutschen Single-Charts erreichen? A. Justin Timberlake mit Cry Me a River, B. Patrick Swayze mit She's Like the Wind oder C. Will Smith mit Man in Black. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Du kannst, ich hab keine Ahnung. Hast du keine Ahnung? Noch 10? Mach was los. Ich hab keine Ahnung. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Wir kommen gleich zur Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, in dieser heutigen Ausgabe das YouTuber-Duell mit Inscope, mit Nico im Team, mit Elton. Die beiden haben 1.000 Euro auf dem Konto. Und ihnen gegenüber Sascha Hellinger und Sympathisch TV mit Bernhard Hoeker. Die haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welcher dieser singenden Schauspieler konnte die höchste Platzierung in den deutschen Single-Charts erreichen? A. Justin Timberlake mit Cry Me a River, B. Patrick Swayze mit She's Like the Wind oder C. Will Smith mit Man in Black. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Nico und Elton haben gesetzt. Alles. Sascha und Bernhard haben gesetzt. 500 Euro. Ja. Für welche Antworten haben sich die beiden Teams entschieden? Team Elton setzt auf Antwort B. Team Bernhard tippt auf. Antwort A. Tippen ist falsch. Doch, getippt, haben getippt. Haben tippen getippt. Im Sinne von gedrückten. Ja. Raten, meinst du? Ja, ja. Ja. Elton auch eher geraten? Wir waren auch, ich habe in den letzten, er hat A getippt und ich habe mich dann für B umentschieden. Ja. Ich hatte C am Anfang und dann haben wir ja, A genommen. C ist, glaube ich, zu speziell. Ja, ja. Hip-Hop. Justin Timberlake mit Cry Me a River auf Platz 13. Uiuiui, das ist nicht viel. Patrick Swayze, She's Like the Wind oder Will Smith mit Man in Black. Patrick Swayze mit She's Like the Wind aus dem Film Dirty Dancing war in den deutschen Singlecharts Platz 14. Will Smith mit Man in Black war auf 1. Und damit bleiben bei euch 1.500 Euro über. Und damit gewinnen Sascha und Bernhard diese Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Für euch ist weg, für euch ist alles fort. Fort. Herzlichen Glückwunsch. Perfekt. Danke, Elton. 1.500 Euro aufgeteilt auf eure 41 Zuschauer im virtuellen Publikum sind für jeden 36,59 €. Herzlichen Glückwunsch allen im virtuellen Publikum hinter Team Bernhard. Sehr gut, sehr gut. Und 36,59 € auch für unsere drei App-Mitspieler, die heute gewonnen haben. Auch euch herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an euch fürs Mitspielen. Danke Nico, danke Inscope. Danke Sascha. Hat Spaß gemacht. Danke euch, danke Bernhard und Elton. Das war's für heute mit Wer weiß denn sowas? Tschüss.